Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Episode von LSPDFA. Und ich fange schon ein bisschen euphorisch an, weil ich heute ein Fahrzeug vorstellen möchte. Wie gesagt, TopMods hat mich angeschrieben, ob ich gerne ein Fahrzeug testen will, in Anführungszeichen. Und testen ist immer so ein Problem, weil testen hat immer was mit ein bisschen Meckern zu tun und Nörgeln. Und das ist zu breit und da ist die Textur und das und bla. Deswegen mag ich es weniger testen, sondern mehr euch vorstellen, weil wie gesagt, das Fahrzeug ist noch nicht released. Es ist nämlich der Mercedes-Benz. Moment, muss ich gleich mal gucken, wie er genau heißt. Ich habe es irgendwo in Facebook stehen. Aber genau genommen ist es die Mercedes E-Klasse, Chris. E-Klasse. Mir die Uniform durch. Ich habe die, übrigens die Uniform muss in Patch Day 9 Dingsbums rein. Das habe ich auch ein bisschen verkackt. Deswegen habe ich mich gewundert, hä, wieso kriege ich die Uniform nicht installiert? Das hat mich ein bisschen gewundert. Ist ja auch völlig irrelevant. Props, nehmen wir irgendwas überhaupt? Das sieht doch nicht so schlecht aus, oder? Und First-Person-Spiel ist sowieso so gut wie nie. Von daher ist das auch völlig irrelevant. Deswegen würde ich sagen, wir gucken uns einfach mal das Schmuckstück an, damit ich hier mal ein bisschen vorankomme. Würde ich sagen, wir rennen mal ganz kurz hier raus und gehen mal zur Garage. Ja, und eine neue Version von Lawcarlots ist auch detected. Das ist mir völlig Latte. Hier steht er schon. Mercedes, ein schicker. Ich muss übrigens in die Garage. Diesmal habe ich es mir gemerkt. So, und ich möchte mir keinen da draußen einfach nehmen. Das wäre ein bisschen langweilig. So, ich weiß jetzt die genaue Bezeichnung nicht von dem Fazit. Deswegen seht es mir bitte nach. Ich schreibe es einfach ganz einfach in die in den Videotitel rein. Ich möchte bitte ein Fahrzeug hier selecten. Das hast du ganz gut begriffen. Und warum kann ich hier kein Fahrzeug selecten? Ah, okay. Danke. So, und wie gesagt, testen wir immer was mit Nörgeln zu tun. Ich mag nicht Nörgeln, weil immerhin bekommen wir hier ein Modell, das ist gratis für uns zum Fahren. Ich habe übrigens den Bus wieder nicht installiert. Das ist auch völlig irrelevant. Elefant. Holy shit. Und auf jeden Fall fahren wir das gute Schmuckstück. Ich habe, wie gesagt, in die Videotitel geschrieben, wie das Fahrzeug genau heißt. Übrigens ist es released, wird es am kommenden Freitag. Deswegen meldet euch am besten schon mal bei topmods.de an. Da könnt ihr es schon mal, könnt ihr es schon mal ansehen, glaube ich. Ist es sogar schon geuploadet? Ich glaube schon, oder? Zumindest könnt ihr es dann ab Freitag, glaube ich, runterladen. Und ja, da würde ich sagen, wir machen eine ganz normale Streife. Wir nehmen alles an, was reinkommt, mehr oder weniger. Und deswegen würde ich sagen, machen wir gleich mal los. Wie gesagt, ich mag es nicht testen. Testen, getestet ist es. Es fährt, Blaulicht funktioniert alles. Es ist ein sehr schönes Modell, wie ich finde. Ein Fahrzeug, was ich auch bei GTA 4 schon immer gern gefahren bin. Ich glaube sogar die letzte LCPDFA-Episode ist mit dem Fahrzeug. Von daher ein wunderschönes Modell, wie gesagt. Ich freue mich, dass mich TopMods angeschrieben hat mit meinen 4000 Abonnenten, um mich zu fragen, ob ich es testen mag. Wie gesagt, da gibt es weitaus erfolgreichere YouTube-Kanäle als mich. Ich mag den mal ganz kurz anhalten, weil er über Rot gefahren ist. Ich weiß doch, dass hier in GTA 5 mehr oder weniger erlaubt ist, weil das Gesetz in Kalifornien, da darf man bei Rot rechts abbiegen. Das ist mir aber egal. Wir fahren heute eine deutsche Episode und da hat er gerade eine Straftat bzw. eine Ordnungswidrigkeit begangen. Und gestohlen ist das Fahrzeug auch. Deswegen würde ich sagen, wir kümmern uns mal, dass der Kollege hier schnellstens aus dem Verkehr gezogen wird. So. Mal ein bisschen weiter rechts noch. So, naja, das ist mehr schlecht als recht, aber ist mir auch relativ jetzt gerade im Moment. Die Straße ist befahrbar, deswegen ist mir das erstmal egal. So, wir gucken mal, ob der Herr uns wohlgesonnen ist. Bin gespannt, die meisten hauen ja ab, wenn sie ein gestohlenes Fahrzeug sowieso schon fahren und genau wissen, was Sache ist. Schönen guten Tag, die Polizei. Ich habe ja gerne Ausweisfahrzeug für Führerschein gesehen, Ma'am. Wie gesagt, einen Ausweis hätte ich gerne mal. Küflom! So, Alyssa Keran. Gut, dann einen kleinen Moment mal bitte sitzen bleiben. Vor allen Dingen nicht abhauen, du alte Ziege. Es ist wie gesagt ein wunderschönes Fahrzeug. Kann man nichts anderes sagen.
Wahnsinn. Ich freue mich wirklich, dass ich ihn fahren darf. So, Alyssa Keran. Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Nope, falsches Menü. Doppel-L, Doppel-S, oder? Ich bin ein bisschen aufgeregt, deswegen wundert euch nicht, warum ich diesen Scheiß baue. Wie zum Beispiel einen falschen Namen ergeben. Ich muss ganz kurz mal gucken, wie dein Name war. Und hier ist gesucht, die gute Dame, und das Fahrzeug ist gestohlen. Das ist natürlich praktisch. So, ich würde Sie mal ganz kurz bitten, auszusteigen aus dem Fahrzeug. Gegen Sie liegt ein Haftbefehl vor, deswegen würde ich Ihnen ganz kurz... ja, mich interessiert das schon, dass Sie verhaftet sind. Was ist da gerade los? Warum kann ich die Dame nicht festnehmen? Muss ich jetzt wirklich erst bitte den Namen... Ist es... No. What are you doing? Ah, okay, jetzt. Ja, es ist irgendwie ein Bug, ne, dass man da erst die Lizenz nochmal ansehen muss, bevor man sie festnehmen kann, komischerweise. Ich weiß nicht, warum. So, die Dame fahren wir natürlich höchstpersönlich ins Polizeirevier. So, wir müssen natürlich gucken, ob wir hier auch die Dame transportieren können. Bitte einsteigen. Würdest du bitte einsteigen? Du alte Ziege, steig jetzt in diesen wunderschönen Mercedes ein, sonst flippe ich aus. So. Gut. Aber jetzt machen wir mal das Brett zu. Wunderschön. Klappt alles, wie gesagt, die Texturen sehen wunderbar aus. Das Fahrzeug an sich sieht super aus. Es ist sehr schnittig. Ich mag diese diagonale Linie an der Seite von Mercedes. Das ist wunderschön. Okay, wir kontrollieren ganz kurz das Fahrzeug, ob da irgendwas Illegales dabei, was wir der guten Dame noch ankreiden können. Nichts. Ich habe auch diesen 300-Plus-Dings-Script noch nicht drin. Weil da, wie gesagt, da findet man in jedem Auto mindestens einen abgetrennten Kopf, zwei tote Körper sowieso und... Das ist ein bisschen, in Anführungszeichen, übertrieben. Deswegen habe ich den einfach mal weggelassen. So. Gut, nichts. Dann würde ich sagen, lassen wir das Fahrzeug abschleppen. Wir können das Fahrzeug auch nochmal hier ganz kurz überprüfen. 69RYX540. Gut, ist versichert alles. Machen wir mal hier die Tür zu und lassen mal das gute Stück abschleppen, würde ich sagen. So. Ich weiß auch, irgendwie kann man auch diese Versicherung, dass wenn es schon gestohlen ist, abholen lassen, das Fahrzeug, aber ich weiß gerade nicht wie. Deswegen kümmern wir uns nicht darum. Wir kümmern uns, dass die Dame hier aus dem Verkehr gezogen wird. Und da würde ich sagen, machen wir mal ganz kurz die Sirene an, damit wir mal hier durch können. Und dann befinden wir uns, ich glaube, erstmal zurück, auf dem Weg zurück zum Polizeirevier. In diesem wunderschönen Mercedes. Wie gesagt, ich weiß jetzt die Benennung nicht, ich bin schlecht im Fahrzeugetypen merken und so weiter und so fort. Deswegen habe ich das einfach mal in die Videobeschreibung und alles natürlich geschrieben. Sowie natürlich auch Topmods und alles, was zum hier installiert ist, natürlich auch alles in der Videobeschreibung verlinkt ist. So, und vor allen Dingen, tut mir einen Gefallen, geht auf den YouTube-Kanal von Topmods. Ist auch verlinkt. Als Dankeschön, dass sie an mich da gedacht haben, für das Fahrzeug vorstellen. Testen, Anführungszeichen, was ich ja nicht wirklich mache. Wobei, ja, ich teste es, ich fahre es halt, ich gucke, ob es funktioniert, logisch. Aber ich gucke mir das jetzt nicht so genau an und nöre jetzt an allem rum. Das ist, wie gesagt, man bekommt hier ein kostenloses Fahrzeug in den Poppes geschoben und da finde ich es echt unhöflich, wenn man da jetzt noch rumnörgeln würde an irgendwas. Und um ehrlich zu sein, ist an dem Fahrzeug einfach nichts rumzunörgeln. Sieht wunderbärchen aus. Ich habe ja schon eine Schramme gefahren, merke ich gerade. Natürlich bekomme ich noch Rot ganz kurz da vorne. Das ist natürlich ganz logisch. So, vorne der Blinker übrigens im Seitenspiegel. Na komm, nicht ewig Zeit hier.
Aber es wurde sich ja gewünscht von euch, dass ich mal wieder jemanden ins Polizeirevier selber fahre, statt immer nur den Transportbus zu holen. Und da ich, wie gesagt, den Transportbus noch nicht ersetzt habe durch ein anderes deutsches Fahrzeug, schaut mal ab, wenn ich rede, Frau, habe ich mir gedacht, dann mache ich mal, fahre ich die Dame doch mal ganz kurz alleine dahin. Der Blinker geht alleine aus, genau, so war das. Ja, ein bisschen niedrig ist das Fahrzeug, ne? Ein bisschen niedrig, das, oder sind einfach die Bordsteine jetzt hoch? Das, au. Ja, wie gesagt, ein bisschen niedrig ist es, das kann schon sein. Das stimmt schon. So, wir lassen mal die ganz böse Frau hier aussteigen. So, wie war denn das? Mit E war das, ne? Ich glaube, ja, E. Make leave the vehicle. So, bitte mal aussteigen. Polizei, Brutalität. Machen wir unseren Streifenwagen zu, damit er nicht geklaut wird. Es kann ja mal passieren bei dem schicken Fahrzeug. Es ist wunderschön. I love it. Ich rede vom Auto, nicht von der Frau. Okay, da würde ich sagen, schaffen wir die gute Dame mal in ihre Unterbringung für heute. Bitte mal hier in die Zelle kommen. Machen wir gleich noch einen Alkoholtest. So, machen wir noch einen Alkoholtest. Nicht? So, dann kommen Sie mal ran und pusten Sie mal. Nee, shit, aber nur pusten, danke. Okay, kein Alkohol. Gut, dann hat sich der Einsatz, also Einsatz in Anführungszeichen, wir haben halt eine Person aus dem Verkehr gezogen, die sowieso gesucht war von der Polizei mit dem Haftbefehl, sowie das Fahrzeug gestohlen hat, beziehungsweise ein gestohlenes Fahrzeug gefahren ist. Es ist aber auch ganz naheliegend, dass es auch gestohlen hat, wenn sie schon ein gestohlenes Fahrzeug fährt. Außer natürlich, sie hat es gekauft und es war schon geklaut, dann ist es natürlich was anderes, aber ich glaube nicht, dass das hier der Fall ist. Von daher sind wir wieder frei über Funk aus der Polizeidienststelle. Zivilisten werden angeschossen. Okay, da eilen wir mal ganz schnell hin. Wie gesagt, ich habe auch jetzt rausgefunden, dank einem Abonnenten, der mir ein tolles Video dazu verlinkt hat, was dieser Yelp-Sound hier am Polizeiauto soll. Dieses Gemache hier. Das ist tatsächlich in der deutschen Polizeisirene mit integriert, weil nämlich bei Verkehrskontrollen, wenn Polizisten Leute anhalten wollen, Blaulicht bisher genutzt haben dafür und das Martinshorn, also das, was ihr gerade zum Beispiel hört, um den Leuten einfach bewusst zu machen, dass die gerade angehalten werden. So, hier ist doch schon, ist es unser Opfer hier zufällig oder wie? So, wir sind eingetroffen. Was ist jetzt genau mein Aufgabenbereich, ist die Frage. Muss ich hier irgendwas machen mit den Typen? What the actual F? Ja, sag ich ja, da hinten ist das, okay. Da hinten ist das Opfer. Was mache ich jetzt hier? Wow. Okay, habe ich auch noch nie gesehen. Das ist das erste Mal, dass ich den Einsatz annehme. Wie gesagt, letztens hat jemand in die Kommentare geschrieben, wie scheiße ich bin, weil ich diesen Einsatz da an der Polizeistation verkackt habe. Du bist so schlecht! Shut the fuck up. Aber wie gesagt, ich mache das relativ frisch. Ich will nicht irgendwie gespoilert werden. Deswegen spiele ich eigentlich so gut wie gar nicht LSPDFA, wenn ich nicht gerade aufnehme. Okay, der ist schwer verletzt. Wir nehmen ihn mit zum Krankenhaus. Gut. Hat sich geklärt, wir sind wieder frei auf Funk. Die nehmen wir mit, den guten Herrn. Der braucht medizinische Behandlung im Krankenhaus, deswegen sind wir hier Code 4. Und wieder frei ab Funk, würde ich sagen, auf Funk. Guck mal ganz kurz, dass ich hier noch die Straßenseite ganz kurz befahren kann. So, und dann sind wir zurück. Auf unserem Weg zurück in die Stadt. Und gucken wir mal, was noch ist. Mord. Ich glaube nicht, dass wir den jetzt annehmen sollten. Fahr, komm. So. Ein Homicide hatten wir erst die letzten Episoden irgendwann, deswegen wollte ich ihn jetzt nicht gleich wieder annehmen einen, von daher. So, auf jeden Fall dieser Sound, den, was ich gerade erzählt habe, geht darum, Polizei wollte eben Leute anhalten und nutzen dafür eigentlich relativ Blaulicht und Sirene. Die Sirene ist allerdings für einen anderen Sinn und Zweck integriert in die Fahrzeuge, deswegen eben nicht dafür, um Leute anzuhalten, nur. Und deswegen hat man da jetzt diesen Sound eben den hier. Kleiner Moment.
den Sound hier dafür entwickelt, damit man halt den Leuten da vor allem begreiflich machen kann, dass die eben gerade angehalten werden sollten. Falls sie es eben nicht mitbekommen, dass sie gerade angehalten werden durchs Blaulicht nur zum Beispiel und so. Na gut, ist ja auch völlig irrelevant, aber ich wollte halt, wie gesagt, ich wusste es nicht, ich dachte, das wäre irgendwie, das wäre irgendein Blödsinn bloß oder so, aber nee. Was rennt der hier so? Der, ist der in Eile, der gute Herr? Man weiß es nicht. Broken down Vehicle, werden wir uns mal angucken. So, allerdings ist das zwar nicht ganz unser Aufgabenbereich, wir sind ja immerhin keine, kein ADAC, aber wir werden uns darum einfach mal kümmern. Wir wollen natürlich, dass die Straßen sicher sind und dass da eben alles fließen kann einigermaßen. Deswegen würde ich sagen, kümmern wir uns darum. Dass sie natürlich mitten auf dem Gehweg parkt, dafür ist auch nicht so ganz mein Ding. Aber naja, was soll er auch anderes machen, wenn er gerade eine Panne hat. So, kann ich ihn irgendwie aussteigen lassen vielleicht? Steigt er aus, er steigt. Wow! Nicht explodieren. So, da würde ich sagen, wir geben mal ganz kurz das Kennzeichen durch. So, und werden jetzt gleich mal abchecken mit demjenigen, der hier fährt, das gute Stück gerade. So, wer ist denn der Fahrzeughalter? Hannah Edelman. Nach einer Hannah sieht das hier nicht aus, aber wir fragen einfach mal, was es damit auf sich hat. Ist zumindest nicht gestohlen, also brauchen wir da schon mal keine Probleme. Schönen guten Tag, die Polizei. Sie haben gerne Ihre Ausweisfahrzeuge auf Ihre Führerschein gesehen. Sie haben uns gerufen. Manrique Gina oder Gina oder sowas. Okay, dann gehen wir ganz kurz durch. Manrique Gina. So, gucken wir mal. Okay, keine Abbefehle etc. Wir gucken einfach mal, ob wir da irgendwas machen können. Sie können wieder einsteigen da. Sie behindern hier die Straße, das wissen Sie. Ja, jetzt wurden sie umgefahren. Das ist ja nicht mein Problem. So, wir checken mal nach irgendwelchen Schäden im Motor. Der Officer kümmert sich hier schon um den Herrn. So, jetzt kann er wieder fahren, glaube ich. Jesus, was macht... Oh, oh. Oh, oh. Ich ahne Schlimmes. Okay. Einsatzcode vor und wir sind frei auf Funk. Okay. Okay. Jetzt ist aber gut hier. Warte mal. Sir, Waffe fallen lassen! Okay, bevor ich hier überfahren werde, werde ich mich mal ein bisschen zurückhalten. Sir, aufhören, sofort. Sie sind festgenommen. Wegen tätigen Angriff auf den Security-Beamten. Das kann ja wohl nicht sein, ja, oder wie? Dass wir hier die Leute einfach mal vermöbeln. Alexander Ramirez. Sie müssen nicht sagen, was sie belastet. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Alexander Ramirez. Alexander Ramirez. Und es ist sowieso gesucht bei von der Polizei. Von daher ist, haben wir ja wieder einen guten Fang gemacht. Dann steigt doch mal in unseren schicken Streifenwagen hier ein. Der baden-württembergischen Polizei. Bitte einsteigen jetzt. Komm, hau rein hier. Und wehe, du fährst ins rein. Ich flippe aus. Gut, dann würde ich sagen, steigen wir mit dir ein und du bleibst mal jetzt da, wo du bist. Genauso wie der Herr hier hinter uns oder seitlich hinter uns. Bitte schön stehen bleibt. Ich muss nämlich gerade erstmal ganz kurz einen Krankenwagen rufen. Ach ne, der ist schon einer. Okay. Ich hoffe, da kommt zu unserem Herrn. Wir rufen einfach zur Not noch an. Ah, die kommen schon. Okay. So, und der bleibt jetzt bitte mal hier stehen. Aus Sicherheit stellen wir mir einfach davor. Ist er jetzt tot? Nee, oder Quatsch? Tatsächlich?
Da ist er wirklich verschieden. Ich hoffe, dass vielleicht machen die ja noch irgendwas, aber in der Zwischenzeit kann ich ganz kurz mal einen Abschleppwagen für den Wagen rufen hier, den wir gerade eigentlich repariert zu scheinen hatten. Aber wohl irgendwie doch nicht. Klappt das, Doc? Er lebt. Halleluja. Die anderen haben es nicht hinbekommen. Gut, dem geht's gut. Der fährt wo auch immer jetzt hin. Wir sind wieder frei über... Nee, sind wir nicht. Wir sind erstmal zurück auf dem Weg zum Polizeirevier. Um den Typen einzubuchten, der unseren Security-Agenten da... Officer, wie auch immer wir das jetzt nennen wollen, vermöbelt hatte. Was sie natürlich manchmal auch verdient haben. Ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal mit Sirene dahin zurück, ganz kurz. Und rammeln mal ganz kurz dem rein natürlich, weil ich zu blöd zum Fahren bin. Es ist ein bisschen komisch, oder? Weil man kann irgendwie nicht lenken, auf die Sirene gleichzeitig drücken und gleichzeitig noch Gas geben. Irgendwie sind da bloß zwei Tasten, glaube ich, funktionabel. In der Zwischenzeit, während man dieses E da gedrückt hält für die sekundäre Sirene. So, gut, wir sind wieder an unserer Polizeidienststelle, wo wir hin wollten. So, wie gesagt, ein bisschen niedrig ist das Fahrzeug, aber das ist auch das Einzige, was ich, was da irgendwie zu bemängeln wäre. Aber ist jetzt nicht wirklich die Ende von Welt. So, na dann hopp mal hier rein in dein gutes neues Zuhause, mein Junge. Komm mal mit. Schönen guten Tag, die Kollegen. Das ist unser erstes Opfer. Noch in ihrer Zelle? Ne, die haben sie schon wieder freigelassen. Oder überführt wahrscheinlich. So, dann komm mal mit hier. Hallo. Nicht einschlafen. Ihr kriegst bezahlt zu stehen, du nicht. Das ist deine Zeit, die ihr habt. Ich habe Feierabend, ob ich hier 3 Stunden stehe oder eine. Das ist mir völlig egal. So, gut, dann machen wir noch einen Alkoholtest mit dem. Bitte mal pusten, nein, das ist nicht mein Name, Son of a Bitch. Okay, kein Alkohol, dann ist er noch schlimmer. Voll straffähig, würde ich sagen. No, du bleibst da schön drinnen. So, gut. Und wir, würde ich sagen, begeben uns zurück auf Streife mit unserem schicken Mercedes. Ganz einfach, weil ich das noch nie gemacht habe, würde ich sagen, machen wir das. Wir sollen ein bisschen Radar schießen. Als krönender Abschluss. Lass mich da jetzt mal vorher. Ja? Ich habe hier Sendezeit eine begrenzte, deswegen muss ich mal ganz kurz mich ein bisschen vordrängeln. So. Wir überholen den mal. Ich bin gespannt, weil wie gesagt, ich habe auch den Einsatz oder den Auftrag in Anführungszeichen noch nie gemacht. Von daher bin ich gespannt, wie das so funktioniert. Ob ich die F5-Radarfalle nehmen muss oder ob ich da vielleicht eine integrierte gleich bekomme vom Einsatz, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wie gesagt, danke nochmal an Top Mods dafür, dass ich das Fahrzeug nutzen darf. Sieht sehr gut aus, es sieht wie gesagt sehr gut aus, es ist schön modelliert. Die Rundumleuchte ist on point, würde es... Steve Trackboyd sagen. Steve the Gamer heißt er jetzt. Lass mich mal hier vorbei ganz kurz. Dankeschön. So. Ich bin da echt sehr dankbar für eure Unterstützung. Wie gesagt, es bringt mir Aufmerksamkeit, indem ich neue Fahrzeuge fahre. Es bringt mir mehr Abonnenten. Es hilft mir. Vielen Dank dafür zum 50. Mal. So, übrigens hat auch jemand geschrieben in der letzten Folge oder sowas, dass ich sehr nicht klickorientiert. Das wäre ja noch was Schlimmes, aber dass ich like-orientiert wäre. Like-orientiert. Wonach soll ich mich als YouTuber richten, wenn ich nach den Likes und ich nicht sehe, ob den Leuten das gefällt? Das ist die einzige Möglichkeit, dass ich, ob ich sehe, ob das den Leuten gefällt. Ich glaube, es wäre ein schlechter YouTuber, der sich nicht nach den Likes oder nach dem richtet, was die Leute sehen wollen oder was da am meisten
in Anführungszeichen eben geliked wird. Warum fährst du mir denn extra rein? Das ist ja unerhört. Lass mich mal ja ganz kurz. Das ist ja eine Unverschämtheit. So. Sergeant want at least 2 tickets. Use direction. What? Whatever. Ich mach dann mal das Radar-Ding an. 73, ja, wir wollen es jetzt mal nicht übertreiben. Auch wenn in Deutschland, ich glaube, die keine Geschwindigkeitsbegrenzung auf den Autobahnen gibt. Zumindest nicht, wenn sie nicht vorgeschrieben ist. Unpaid Tickets, ja, das ist ja jetzt auch erstmal irrelevant. Ich würde sagen, alles ab 64, 65 nehmen wir. 67 war er doch da vorne doch. Der Geländewagen, der SUV da vorne. Der links neben uns ist aber auch ganz schön gut unterwegs, deswegen würde ich sagen, wir kümmern uns mal erstmal den hier ein Ticket geben. 67 waren es. Wenn ich mich jetzt nicht irre, wir checken mal das Kennzeichen ab. Ist sowieso ein ganz schöner Durcheinanderverkehr, ne? Irgendwie Durcheinanderverkehr, das ist meine Kreation, lass mich in Ruhe. 09, Henry, Adam, Charles, 0, 5, 8, 9, Kim Orange, gut, dann würde ich sagen, signalisieren wir dem guten Herrn mal, dass wir etwas von ihm wollen. Hat er das jetzt gecheckt, dass ich was von ihm will? Nicht der. No, no, no. Nicht du. Der Typ da vor uns. Ich glaube, ich noch den Falschen hier angehalten. So, deswegen würde ich auch sagen, ich kontrolliere auch nochmal ganz kurz das Kennzeichen, dass ich wirklich jetzt ein anderes Kennzeichen auch noch überprüft habe. Das wäre fatal. Links, ja, passt, danke. So. Ja, da gucken wir mal. Cavalcade. Schönen guten Tag, die Polizei. Ich habe ja kein Ausweisfahrzeug für Führerschein gesehen. Sie wissen, warum ich sie angehalten habe. Sie sind da ziemlich gerast. Nee, Kim Orange war auch die Halterin, stimmt schon. So, ja, wie gesagt, sie sind ziemlich gerast, deswegen würde ich sie gerne ein Ticket ausstellen. Erstmal bitte pusten für einen Alkoholtest. 0,7, ja. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber zumindest in Amerika ist es legal, deswegen auch die grüne Zahl. Deswegen lassen wir das auch erstmal. Wir geben der guten Dame ein Ticket, würde ich sagen. In Höhe von $100. Sollte es tun, glaube ich. Für Speeding. So. Ja, fahren Sie vorsichtig. Und vor allem halten Sie sich bitte an die Geschwindigkeitsangaben. Dankeschön. Gute Weiterfahrt. So, haben wir schon mal ein Ticket ausgestellt. Aber würde ich sagen, trotzdem beende ich erstmal jetzt hier die Episode. Und wie gesagt, ich bedanke mich recht herzlich nochmal bei TopMods für die Erlaubnis oder für dafür, dass sie an mich gedacht haben, das Fahrzeug vorzustellen. Es ist wirklich Anführungszeichen eine Ehre für mich, ein Fahrzeug vorzustellen, was noch niemand anders gefahren ist bisher in einem LSPDFA Gameplay. Deswegen Dankeschön dafür. Wie gesagt, abonniert die Guten auf YouTube, TopMods. Geht auf deren Internetseite, meldet euch an. Wie gesagt, kommenden Freitag wird das Fahrzeug hier released, der Mercedes. Und dann könnt ihr ihn auch fahren, wenn ihr möchtet. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und man sieht sich in der nächsten Episode von LSPDFA. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Sieht wunderbärchen aus. Ich habe ja schon eine Schramme gefahren, wirklich gerade. Natürlich bekomme ich noch Rot ganz kurz da vorne. Das ist natürlich ganz logisch. So, vorne der Blinker übrigens im Seitenspiegel. Na komm, nicht ewig Zeit hier.
Aber es wurde sich ja gewünscht von euch, dass ich mal wieder jemanden ins Polizeirevier selber fahre, statt immer nur den Transportbus zu holen. Und da ich, wie gesagt, den Transportbus noch nicht ersetzt habe durch ein anderes deutsches Fahrzeug, schreibt mal ab, wenn ich rede, Frau. Habe ich mir gedacht, dann mache ich mal, fahre ich die Dame doch mal ganz kurz alleine dahin. Der Blinker geht alleine aus, genau, so war das. Ja, ein bisschen niedrig ist das Fahrzeug, ne? Ein bisschen niedrig, das, oder sind einfach die Bordsteine jetzt so hoch? Das, au. Ja, wie gesagt, ein bisschen niedrig ist es, das kann schon sein. Das stimmt schon. So, wir lassen mal die ganz böse Frau hier aussteigen. So, wie war denn das? Mit E war das, ne? Ich glaube, ja, E. Make leave the vehicle. So, bitte mal aussteigen. Polizei, Brutalität. Machen wir unseren Streifenwagen zu, damit er nicht geklaut wird. Das kann ja mal passieren bei dem schicken Fahrzeug. Es ist wunderschön. I love it. Ich rede vom Auto, nicht von der Frau. Okay, da würde ich sagen, schaffen wir die gute Dame mal in ihre Unterbringung für heute. Bitte mal hier in die Zelle kommen. Machen wir gleich noch einen Alkoholtest. So, machen wir noch einen Alkoholtest. Nicht? So, dann kommen Sie mal ran und pusten Sie mal. Nicht, shit, aber nur pusten, danke. Okay, kein Alkohol. Gut, dann hat sich der Einsatz, also Einsatz in Anführungszeichen, wir haben halt eine Person aus dem Verkehr gezogen, die sowieso gesucht war von der Polizei mit dem Haftbefehl, sowie das Fahrzeug gestohlen hat, beziehungsweise ein gestohlenes Fahrzeug gefahren ist. Es ist aber auch ganz naheliegend, dass es auch gestohlen hat, wenn sie schon ein gestohlenes Fahrzeug fährt. Außer natürlich, sie hat es gekauft und es war schon geklaut, dann ist es natürlich was anderes, aber ich glaube nicht, dass das hier der Fall ist. Von daher sind wir wieder frei über Funk aus der Polizeidienststelle. Zivilisten werden angeschossen. Okay, da eilen wir mal ganz schnell hin. Wie gesagt, ich habe auch jetzt rausgefunden, dank einem Abonnenten, der mir ein tolles Video dazu verlinkt hat, was dieser Yelp-Sound hier am Polizeiauto soll. Dieses Gemache hier. Das ist tatsächlich in der deutschen Polizeisirene mit integriert, weil nämlich bei Verkehrskontrollen, wenn Polizisten Leute anhalten wollen, Blaulicht bisher genutzt haben dafür und das Martinshorn, also das, was ihr gerade zum Beispiel hört, um den Leuten einfach bewusst zu machen, dass die gerade angehalten werden. So, hier ist doch schon, ist es unser Opfer hier zufällig oder wie? So, wir sind eingetroffen. Was ist jetzt genau mein Aufgabenbereich, ist die Frage. Muss ich hier irgendwas machen mit den Typen? What the actual F? Ja, sag ich ja, da hinten ist das okay. Da hinten ist das Opfer. Was mache ich jetzt hier? Wow. Okay, habe ich auch noch nie gesehen. Das ist das erste Mal, dass ich den Einsatz annehme. Wie gesagt, letztens hat jemand in die Kommentare geschrieben, wie scheiße ich bin, weil ich diesen Einsatz da an der Polizeistation verkackt habe. Du bist so schlecht! Shut the fuck up. Aber wie gesagt, ich mache das relativ frisch. Ich will nicht irgendwie gespoilert werden. Deswegen spiele ich eigentlich so gut wie gar nicht LSPDFA, wenn ich nicht gerade aufnehme. Okay, der ist schwer verletzt. Wir nehmen ihn mit zum Krankenhaus. Gut. Hat sich geklärt, wir sind wieder frei auf Funk. Die nehmen wir mit, den guten Herrn. Der braucht medizinische Behandlung im Krankenhaus. Deswegen sind wir hier Code 4. Und wieder frei ab Funk, würde ich sagen. Auf Funk. Guck mal ganz kurz, dass ich hier noch die Straßenseite ganz kurz befahren kann. So, und dann sind wir zurück. Auf unserem Weg zurück in die Stadt. Und gucken wir mal, was noch ist. Mord. Ich glaube nicht, dass wir den jetzt annehmen sollten. Fahr, komm. So. Ein Homicide hatten wir erst. Und wehe, du fährst ins rein. Ich flippe aus. Gut, dann würde ich sagen, steigen wir mit dir ein und du bleibst mal jetzt da, wo du bist. Genauso wie der hier hinter uns oder seitlich hinter uns. Bitte schön stehen bleibt. Ich muss nämlich gerade erstmal ganz kurz einen Krankenwagen rufen. Ach nee, der ist schon einer. Okay. Ich hoffe, da kommt zu unserem Herrn. Wir rufen einfach zur Not noch an. Ah, die kommen schon, okay. So, und da bleibt jetzt bitte mal hier stehen. Aus Sicherheit stellen wir mir einfach davor.
Ist er jetzt tot? Nee, oder Quatsch? Tatsächlich? Da ist er wirklich verschieden. Ich hoffe, dass vielleicht machen die ja noch irgendwas, aber in der Zwischenzeit kann ich ganz kurz mal einen Abschleppwagen für den Wagen rufen hier, den wir gerade eigentlich repariert zu scheinen hatten. Aber wohl irgendwie doch nicht. Klappt das, Doc? Er lebt. Halleluja. Die anderen haben es nicht hinbekommen. Gut, dem geht's gut. Der fährt wo auch immer jetzt hin. Wir sind wieder frei über... Ne, sind wir nicht. Wir sind erstmal zurück auf dem Weg zum Polizeirevier. Um den Typen einzubuchten, der unseren Security-Agenten da... Officer, wie auch immer wir das jetzt nennen wollen, vermöbelt hatte. Was sie natürlich manchmal auch verdient haben. Ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal mit Sirene dahin zurück, ganz kurz. Und rammeln mal ganz kurz dem rein, natürlich, weil ich zu blöd zum Fahren bin. Es ist ein bisschen komisch, oder? Weil man kann irgendwie nicht lenken, auf die Sirene gleichzeitig drücken und gleichzeitig noch Gas geben. Irgendwie sind da bloß zwei Tasten, glaube ich, funktionabel. In der Zwischenzeit, während man dieses E da gedrückt hält für die sekundäre Sirene. So, gut, wir sind wieder an unserer Polizeidienststelle, wo wir hin wollten. So, wie gesagt, ein bisschen niedrig ist das Fahrzeug, aber das ist auch das Einzige, was ich, was da irgendwie zu bemängeln wäre. Aber ist jetzt nicht wirklich die Ende von Welt. So, na dann hopp mal hier rein in dein gutes neues Zuhause, mein Junge. Komm mal mit. Schönen guten Tag, die Kollegen. Das ist unser erstes Opfer. Noch in ihrer Zelle? Nee, die haben sie schon wieder freigelassen. Oder überführt wahrscheinlich. So, dann komm mal mit hier. Hallo. Nicht einschlafen. Ihr kriegst bezahlt zu stehen. Du nicht. Das ist deine Zeit, die ihr habt. Ich hab Feierabend, ob ich hier 3 Stunden stehe oder eine. Das ist mir völlig egal. So, gut, dann machen wir noch einen Alkoholtest mit dem. Bitte mal pusten. Nein, das ist nicht mein Name. Son of a bitch. Okay, kein Alkohol. Dann ist er noch schlimmer. Voll straffähig, würde ich sagen. 9:00 bleibst du schön drinne. So, gut. Und wir, würde ich sagen, begeben uns zurück auf Streife mit unserem schicken Mercedes. Ganz einfach, weil ich das noch nie gemacht habe, würde ich sagen, machen wir das. Wir sollen ein bisschen Radar schießen. Als krönender Abschluss. Lass mich da jetzt mal vorher. Ja? Ich habe hier Sendezeit eine begrenzte, deswegen muss ich mal ganz kurz mich ein bisschen vordrängeln. So. Wir überholen den mal. Ich bin gespannt, weil wie gesagt, ich habe auch den Einsatz oder den Auftrag in Anführungszeichen noch nie gemacht. Von daher bin ich gespannt, wie das so funktioniert. Ob ich die F5-Radarfalle nehmen muss oder ob ich da vielleicht eine integrierte gleich bekomme vom Einsatz, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wie gesagt, danke nochmal an Top Mods dafür, dass ich das Fahrzeug nutzen darf. Sieht sehr gut aus, es sieht wie gesagt sehr gut aus, es ist schön modelliert. Die Rundumleuchte ist letzten Episoden irgendwann, deswegen wollte ich ihn jetzt nicht gleich wieder annehmen einen, von daher. So, auf jeden Fall dieser Sound, was ich gerade erzählt habe, geht darum, Polizei wollte eben Leute anhalten und nutzen dafür eigentlich relativ Blaulicht und Sirene. Die Sirene ist allerdings für einen anderen Sinn und Zweck integriert in die Fahrzeuge, deswegen eben nicht dafür, um Leute anzuhalten nur. Und deswegen hat man da jetzt diesen Sound, eben den hier. Kleiner Moment. Den Sound hier dafür entwickelt, damit man halt den Leuten davor einem begreiflich machen kann, dass die eben gerade angehalten werden sollten. Falls sie es eben nicht mitbekommen, dass sie gerade angehalten werden durchs Blaulicht nur zum Beispiel und so. Na gut, ist ja auch völlig irrelevant, aber ich wollte halt, wie gesagt, ich wusste es nicht, ich dachte, das wäre irgendwie... Das wäre irgendein Blödsinn bloß oder so, aber... Nee.
Was rennt der hier so? Der ist der in Eile, der gute Herr? Man weiß es nicht. Broken down Vehicle, werden wir uns mal angucken. So, allerdings ist das zwar nicht ganz unser Aufgabenbereich, wir sind ja immerhin keine, kein ADAC, aber wir werden uns darum einfach mal kümmern. Wir wollen natürlich, dass die Straßen sicher sind und dass da eben, alles fließen kann einigermaßen, deswegen würde ich sagen, kümmern wir uns darum. Das sind natürlich mitten auf dem Gehwegpark, dafür ist auch nicht so ganz mein Ding, aber naja, was soll er auch anderes machen, wenn er gerade eine Panne hat. So, kann ich ihn irgendwie aussteigen lassen vielleicht? Steigt er aus, er steigt. Wow! Nicht explodieren. So, da würde ich sagen, wir geben mal ganz kurz das Kennzeichen durch. So, und werden jetzt gleich mal abchecken mit demjenigen, der hier fährt, das gute Stück gerade. So, wer ist denn der Fahrzeughalter? Hannah Edelman. Nach einer Hannah sieht das hier nicht aus, aber wir fragen einfach mal, was es damit auf sich hat. Ist zumindest nicht gestohlen, also brauchen wir da schon mal keine Probleme. Schönen guten Tag, die Polizei. Sie haben mir Ihre Ausweisfahrzeuge und Ihre Führerschein gesehen. Sie haben uns gerufen. Manrik Gina oder Gina oder sowas. Okay, dann gehen wir ganz kurz durch. Manrique Gina. So, gucken wir mal. Okay, keine Abbefehle etc. Wir gucken einfach mal, ob wir da irgendwas machen können. Sie können wieder einsteigen da. Sie behindern hier die Straße, das wissen Sie. Ja, jetzt wurden sie umgefahren. Das ist ja nicht mein Problem. So, wir checken mal nach irgendwelchen Schäden im Motor. Der Officer kümmert sich hier schon um den Herrn. So, jetzt kann er wieder fahren, glaube ich. Jesus, was macht... Oh, oh. Oh, oh. Ich ahne Schlimmes. Okay. Einsatzcode vor und wir sind frei auf Funk. Okay. Okay. Jetzt ist aber gut hier. Was denn immer? Sir, Waffe fallen lassen! Okay, bevor ich hier überfahren werde, werde ich mich mal ein bisschen zurückhalten. Sir, aufhören, sofort. Sie sind festgenommen. Wegen tätigen Angriff auf den Security-Beamten. Das kann ja wohl nicht sein, ja, oder wie? Dass wir hier die Leute einfach mal vermöbeln. Alexander Ramirez. Sie müssen nicht sagen, was sie belastet. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Alexander Ramirez. Alexander Ramirez. Und es ist sowieso gesucht von der Polizei. Von daher haben wir wieder einen guten Fang gemacht. Dann steigt doch mal in unseren schicken Streifenwagen hier ein. Der baden-württembergischen Polizei. Bitte einsteigen jetzt. Komm, hau rein hier. Wie gesagt, einen Ausweis hätte ich gerne mal. Küfflom. So, Alyssa Keran. Gut, dann einen kleinen Moment mal bitte sitzen bleiben. Vor allen Dingen nicht abhauen, du alte Ziege. Es ist wie gesagt ein wunderschönes Fahrzeug. Kann man nichts anderes sagen. Wahnsinn. Ich freue mich wirklich, dass ich ihn fahren darf. So, Alyssa Keran. Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Nope, falsches Menü. Doppel-L, Doppel-S, oder? Ich bin ein bisschen aufgeregt, deswegen wundert euch nicht, warum ich diesen Scheiß baue. Wie zum Beispiel einen falschen Namen ergeben. Ich muss ganz kurz mal gucken, wie dein Name war. Und hier ist gesucht, die gute Dame, und das Fahrzeug ist gestohlen. Das ist natürlich praktisch. So, ich würde Sie mal ganz kurz bitten, auszusteigen aus dem Fahrzeug. Gegen Sie liegt ein Haftbefehl vor, deswegen würde ich Ihnen ganz kurz... ja, mich interessiert das schon, dass Sie verhaftet sind. Was ist da gerade los? Warum kann ich die Dame nicht festnehmen? Muss ich jetzt wirklich erst bitte den Namen... Ist es... No, 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 no. What are you doing? Ah, okay, jetzt. Ja, es ist irgendwie ein Bug, ne, dass man da erst die Lizenz nochmal ansehen muss, bevor man sie festnehmen kann, komischerweise. Ich weiß nicht, warum.
So, die Dame fahren wir natürlich höchstpersönlich ins Polizeirevier. So, wir müssen natürlich gucken, ob wir hier auch die Dame transportieren können. Bitte einsteigen. Würdest du bitte einsteigen? Du alte Ziege. Du alte Ziege, steig jetzt in diesen wunderschönen Mercedes ein, sonst flippe ich aus. So. Gut. Heute sagen wir mal das Brett zu. Wunderschön. Klappt alles, wie gesagt, die Texturen sehen wunderbar aus. Das Fahrzeug an sich sieht super aus. Es ist sehr schnittig. Ich mag diese diagonale Linie an der Seite von Mercedes. Das ist wunderschön. Okay, wir kontrollieren ganz kurz das Fahrzeug, ob da irgendwas Illegales dabei, was wir der guten Dame noch ankreiden können. Nichts. Ich habe auch diesen 300 plus Dings-Script noch nicht drin. Weil der, wie gesagt, da findet man in jedem Auto mindestens einen abgetrennten Kopf, zwei tote Körper sowieso und das ist ein bisschen in Anführungszeichen übertrieben, deswegen habe ich den einfach mal weggelassen. So. Gut, nichts. Dann würde ich sagen, lassen wir das Fahrzeug abschleppen. Wir können das Fahrzeug auch nochmal hier ganz kurz überprüfen. 69RYX540. Gut, ist versichert alles. Machen wir mal hier die Tür zu und lassen mal das gute Stück abschleppen, würde ich sagen. So. Ich weiß auch, irgendwie kann man auch diese Versicherung, dass wenn es schon gestohlen ist, abholen lassen, das Fahrzeug, aber ich weiß gerade nicht wie. Deswegen kümmern wir uns nicht darum. Wir können uns das die Dame hier aus dem Verkehr gezogen wird und da würde ich sagen, machen wir mal ganz kurz die Sirene an, damit wir mal hier durch können. Und dann befinden wir uns, ich glaube, erstmal zurück auf dem Weg zurück zum Polizeirevier. In diesem wunderschönen Mercedes. Wie gesagt, ich weiß jetzt die Benennung nicht, ich bin schlecht im Fahrzeugetypen merken und so weiter und so fort. Deswegen habe ich das einfach mal in die Videobeschreibung und alles natürlich geschrieben. So wie natürlich auch Topmods und alles, was zum hier installiert ist, natürlich auch alles in der Videobeschreibung verlinkt ist. So, und vor allen Dingen, tut mir einen Gefallen, geht auf den YouTube-Kanal von Topmods. Ist auch verlinkt. Als Dankeschön, dass sie an mich da gedacht haben, für das Fahrzeug vorstellen. Testen, Anführungszeichen, was ich ja nicht wirklich mache. Wobei, ja, ich teste es, ich fahre es halt, ich gucke, ob es funktioniert, logisch. Aber ich gucke mir das jetzt nicht so genau an und nöre jetzt an allem rum. Das ist, wie gesagt, man bekommt hier ein kostenloses Fahrzeug in den Poppes geschoben und da finde ich es echt unhöflich, wenn man da jetzt noch rumnörgeln würde an irgendwas. Und um ehrlich zu sein, ist an dem Fahrzeug einfach nichts rumzunörgeln. Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Episode von LSPDFA und ich fange schon ein bisschen euphorisch an, weil ich heute ein Fahrzeug vorstellen möchte. Wie gesagt, Topmods hat mich angeschrieben, ob ich gerne ein Fahrzeug testen will, in Anführungszeichen, und testen ist immer so ein Problem, weil Tesla hat immer was mit ein bisschen Meckern zu tun und Nörgeln und das ist zu breit und da ist die Textur und das und bla. Deswegen mag ich es weniger testen, sondern mehr euch vorstellen, weil wie gesagt, das Fahrzeug ist noch nicht released, es ist nämlich der Mercedes-Benz. Moment, muss ich gleich mal gucken, wie er genau heißt. Ich habe es irgendwo in Facebook stehen. Aber genau genommen ist es die Mercedes E-Klasse, Chris. E-Klasse. Mir die Uniform durch. Ich habe die, übrigens die Uniform muss in Patch Day 9 Dingsbums rein. Das habe ich auch ein bisschen verkackt. Deswegen habe ich mich gewundert, hä, wieso kriege ich die Uniform nicht installiert? Das hat mich ein bisschen gewundert. Ist ja auch völlig irrelevant. Props, nehmen wir irgendwas überhaupt? Das sieht doch nicht so schlecht aus, oder? Und First-Person-Spiel ist sowieso so gut wie nie. Von daher ist das auch völlig irrelevant. Deswegen würde ich sagen, wir gucken uns einfach mal das Schmuckstück an, damit ich hier mal ein bisschen vorankomme. Würde ich sagen, rennen wir ganz kurz hier raus und gehen mal zur Garage. Ja, und eine neue Version von Law Carlots ist auch detected. Das ist mir völlig Latte. Hier steht er schon. Mercedes, ein schicker. Ich muss übrigens in die Garage. Diesmal habe ich es mir gemerkt. So, und ich möchte mir keinen da draußen einfach nehmen. Das wäre ein bisschen langweilig.
So, ich weiß jetzt die genaue Bezeichnung nicht von dem Fazit, deswegen seht es mir bitte nach. Ich schreibe es einfach ganz einfach in die in den Videotitel rein. Ich möchte bitte ein Fahrzeug hier selecten. Das hast du ganz gut begriffen. Und warum kann ich hier kein Fahrzeug selecten? Ah, okay. Danke. So, und wie gesagt, testen immer was mit Nörgeln zwischen. Ich mag nicht Nörgeln, weil immerhin bekommen wir hier ein Modell, das ist gratis für uns zum Fahren. Ich habe übrigens den Bus wieder nicht installiert. Das ist auch völlig irrelevant. Elefant. Holy shit. Und auf jeden Fall fahren wir das gute Schmuckstück. Ich habe, wie gesagt, in den Videotitel geschrieben, wie das Fahrzeug genau heißt. Übrigens ist es released, wird es am kommenden Freitag. Deswegen meldet euch am besten schon mal bei topmods.de an. Da könnt ihr es schon mal, könnt ihr es schon mal ansehen, glaube ich. Ist es sogar schon geuploadet? Ich glaube schon, oder? Zumindest könnt ihr es dann ab Freitag, glaube ich, runterladen. Und ja, da würde ich sagen, wir machen eine ganz normale Streife, wir nehmen alles an, was reinkommt, mehr oder weniger. Und deswegen würde ich sagen, machen wir gleich mal los. Wie gesagt, ich mag es nicht testen, getestet ist es, es fährt, Blaulicht funktioniert alles, es ist ein sehr schönes Modell, wie ich finde, ein Fahrzeug, was ich auch bei GTA 4 schon immer gern gefahren bin. Ich glaube sogar die letzte LCPDFA-Episode ist mit dem Fahrzeug. Von daher ein wunderschönes Modell, wie gesagt. Ich freue mich, dass mich Topmods angeschrieben hat mit meinen 4000 Abonnenten, um mich zu fragen, ob ich es testen mag. Wie gesagt, da gibt es weitaus erfolgreichere YouTube-Kanäle als mich. Ich mag den mal ganz kurz anhalten, weil er über Rot gefahren ist. Ich weiß zwar, dass hier in GTA 5 mehr oder weniger erlaubt ist, weil das Gesetz in Kalifornien, da darf man bei Rot rechts abbiegen. Das ist mir aber egal. Wir fahren heute eine deutsche Episode und da hat er gerade eine Straftat bzw. eine Ordnungswidrigkeit begangen. Und gestohlen ist das Fahrzeug auch. Deswegen würde ich sagen, wir kümmern uns mal, dass der Kollege hier schnellstens aus dem Verkehr gezogen wird. So. Mal ein bisschen weiter rechts noch. So, naja, das ist mehr schlecht als recht, aber ist mir auch relativ jetzt gerade im Moment. Die Straße ist befahrbar, deswegen ist mir das erstmal egal. So, wir gucken mal, ob der Herr uns wohlgesonnen ist. Bin gespannt, die meisten hauen ja ab, wenn sie ein gestohlenes Fahrzeug sowieso schon fahren und genau wissen, was Sache ist. Schönen guten Tag, die Polizei. Ich habe mir gerne aus, als Fahrzeug Ihre Führerschein gesehen, Ma'am. Hi.